Mafia 3 ist der von Fans lang ersehnte Nachfolger eines großartigen zweiten Teils und entsprechend hoch waren auch die Erwartungen. Solltet ihr Mafia 2 übrigens noch nicht gespielt haben, holt es nach, es zahlt sich aus. Nun aber zurück zu Mafia 3. Diesmal spielt es im Jahr 1968 in einem der Stadt New Orleans nachempfundenen fiktiven Ort namens New Bordeaux. Ihr steuert einen Schwarzen namens Lincoln Clay. Er selbst ist ein Veteran aus dem Vietnamkrieg und trägt daher auch ständig seine Special Forces Jacke. Das Setting könnte nicht besser sein und die Entwickler haben offensichtlich ihr Bestes gegeben, um den Zeitgeist möglichst genau wiederzugeben. Die Dialoge mit anderen Charakteren, die Sprecher im Radio, der Sound der Autos und auch die Musik fangen diese Zeit überragend ein. Das ist eine gute Voraussetzung für ein hervorragendes Game. Allerdings mangelt es den Mafia-Titeln doch an der Umsetzung und so ist die Story zu einem sehr großen Teil sehr monoton. Praktisch jeder Spielabschnitt beginnt damit, dass ihr mit jemandem reden müsst, um Informationen zu erlangen. Meist geht es um einen Boss, den ihr aus seinem Versteck locken wollt. Ihr schadet also seinem Geschäft, indem ihr seine Vollstrecker tötet und den Handel ruiniert. Am Ende konfrontiert ihr den Boss, sprich ihr brecht in sein Lager ein, tötet alle Wachen und tötet diesen schließlich auch. Dann kommen eure Jungs und ihr übernehmt den Laden. Das Traurige ist, beinahe jede Mission läuft so ab und was ich euch gerade erzählt habe, enthält keinen einzigen Spoiler. Das Einzige, was sich in der Mission verändert, sind eure Waffen, Autos, Freunde und natürlich die Orte, die es im Endeffekt zu erobern gilt. Diese Missionen, die alle im Prinzip gleich ablaufen, sind auch vom Gameplay nicht gerade abwechslungsreich. Ihr könnt wählen, ob ihr jeden einzelnen Gegner leise im Nahkampf tötet oder wild mit einem Maschinengewehr durchspaziert. Während die Schießereien doch etwas abwechslungsreicher und damit auch interessanter sind, ist es dann doch wesentlich einfacher, die Missionen schleichend zu erledigen. Sogar hier herrscht aber Monotonie vor, denn ihr macht beim schleichenden Angriff immer dasselbe. Ihr versteckt euch hinter einer Wand, pfeift den Gegner herbei, der sich dann nichtsahnend von seinem Kollegen entfernt und tötet ihn leise nur mit einem Knopfdruck. Die Gegner bieten sich quasi zur Tötung an, denn sie gehen trotz einer Leiche, die ihr gerade produziert habt, immer denselben Weg auf euch zu, nämlich so, dass ihr sie mit einem Knopfdruck erledigen könnt. Dazwischen fahrt ihr mit dem Auto durch eine eigentlich eher trostlose Stadt. Versteht mich nicht falsch, es gibt Autos und Passanten auf den Straßen. Und was die Einwohner von New Bordeaux teilweise zu sagen haben, ist doch recht beeindruckend. Zwischen den Missionen, bei den teils langen Autofahrten, lernt man aber die Stadt nie wirklich kennen. Man entwickelt als Spieler keinen Bezug dazu und kennt sich nach dem Spielen nicht wirklich besser aus als zu Beginn. Open World ist schön und gut, aber wirklich was zu tun gibt es in dieser Welt von Mafia 3 leider nicht. Dasselbe gilt für die Charaktere, welche nicht einmal verdient haben, als solche bezeichnet zu werden. Denn einen wirklichen Charakter haben sie nicht. Sie besitzen einige typische Eigenschaften, mehr Tiefe gibt es aber selbst bei der Hauptperson Lincoln Clay nicht. Das, obwohl die Story sehr viele Möglichkeiten geboten hätte, diesen näher zu beleuchten. An vielen Stellen wurde das verabsäumt. Kommen wir nun zu einem weiteren sehr unerfreulichen Punkt, und zwar zur Qualität der Programmierung. Gespielt haben wir die PC-Version und die war selbst nach dem ersten Patch noch sehr, sehr fehleranfällig. Man sieht des Öfteren das Skelett des Hauptcharakters, beim Nahkampf schluckt man gelegentlich den Gegner und generell sind die Kollisionen völlig misslungen. Die Performance ist dazu ebenfalls nicht gerade optimal und selbst bei mittleren Einstellungen gibt es bei der RX 480 nicht selten Framedrops runter auf die 20 FPS. Bei höchsten Einstellungen passiert das regelmäßig in der Stadt, bei Fahrten am Land sind es dann rund 40 FPS. Die Grafik bei Autofahrten ist absolut nicht auf dem Niveau eines AAA-Titels im Jahr 2016, dafür sind die Charaktere aber grafisch außerordentlich gut gelungen. Unter all diesen Kritikpunkten leidet natürlich die Story selbst. Wenn ihr dauernd gefühlt dieselbe Mission erledigen müsst und nach jeder Mission das Spiel abstürzt, dann vergeht einem schnell die Lust weiterzumachen, und das ist eigentlich schade. Erzählt wird die Handlung von Mafia 3, nämlich in einer Rückblende, und zwar wird in Interviews mit den nun wesentlich älteren Charakteren auf die damalige Zeit zurückgeblickt. Diese Cutscenes sind wahnsinnig gut gemacht, aber leider wirklich der einzige Moment im Game, der tatsächlich beim Spieler Emotionen hervorruft. Emotionen, die dann durch das träge und sich ständig wiederholende Gameplay leider immer wieder zerstört werden. Erst gegen Ende kommen dann abwechslungsreichere Missionen hinzu und in den letzten 5 von knapp 30 Spielstunden nimmt Mafia 3 richtig Fahrt auf und mündet in einem sehr guten Ende. Das Game wäre sehr spielenswert, wenn der Weg bis zum Ende nicht so mühsam und monoton wäre. Der Spruch per aspera ad astra trifft es hier ziemlich gut. Die Entwickler haben offenbar versucht, der Kritik zu entgehen, dass der Story-Modus zu kurz sei, und haben diesen daher künstlich in die Länge gezogen.
Mafia 3 hat man damit aber für die meisten Spieler kaputt gemacht. Denn die wenigsten Gamer dürften Lust darauf haben, ständig praktisch dieselbe Mission durchzukauen. Entweder hätten die Entwickler die Mission abwechslungsreicher gestalten sollen oder weniger davon ins Spiel einfügen, sodass der Spieler einfach mehr Motivation hat, das Ende auch tatsächlich zu erreichen. Ich hatte basierend auf die anfängliche Story nicht wirklich damit gerechnet, dass das Ende irgendwas taugt. Es hat dann aber doch meine Erwartungen übertroffen. Möglicherweise war das ja auch die Absicht der Entwickler. Wer weiß. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich ohne Review wohl nie den Willen gehabt hätte, das Game komplett durchzuspielen. Die Entwickler von Mafia 3 haben ein unfertiges Game ausgeliefert mit einem großteils monotonen Gameplay und einer zu 80% ebenso monotonen Story. Die Wahl des Settings ist lobenswert und die Atmosphäre ist hervorragend umgesetzt. Am Ende wird die Handlung noch einmal recht spannend, aber auch das gute Ende kann unserer Meinung nach nicht die vorherigen Versäumnisse korrigieren. Daher bekommt Mafia 3 in unserem Test eine Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Eine Aufschlüsselung der einzelnen Kategorien findet ihr in unserem geschriebenen Test auf windowsarea.de. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich je gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Ja.